Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Olli1340 wieder unterwegs mit euch hier heute mal im ETS. Ja, du, Teil 2 ist das heute. Wir fahren hier nach Island oder wir sind schon in Island und wir fahren mit dem schönen MAN mit den 520 HN. Ja, ganz lustige Geschichte. Und hat ja gesagt gehabt, dass ich dann so mit den alten Fahrzeugen auch was machen werde. Und ja, wir sind in Dortmund gestartet, haben einen Gabelstapler geladen und fahren ja dahin, wo ich nicht aussprechen kann. Oh, schön wie Sau hier. Hoffe nicht, dass es hier Glatteis gibt oder so. Wir fahren nach. Quatsch, falscher Knopf, nächster Knopf. Nach dahin. Ja. Ich möchte das gar nicht versuchen auszusprechen, weil ich breche mir da wahrscheinlich die Zunge wieder. Das ist aber nicht schlimm. Was ich unbedingt suchen oder finden muss, ist ein Mercedes-Händler, weil ich hatte da noch ein schönes Fahrzeug rausgesucht gestern. Dafür muss die liebe Ursula aber einen Mercedes-Händler finden. Und dann, wenn das funktioniert hier oben, dann fahren wir dann mit Mercedes zurück. Aber lasst euch überraschen, was ich da rausgesucht habe. Das ist auch ein schönes altes Ding. Ja, gut, dann werden wir mal einen Riemen auf Ordnung schmeißen, ne, und dann mal weiter die restlichen Kilometer machen. So, Erkan ist auch dabei, unser Monteur habe ich ja gestern schon gesagt. Ne? Und ja, dann wollen wir erstmal hier alles ein bisschen einschalten. Ich hatte ja noch gar nichts eingeschaltet hier. Motor an. Ich hatte mir gestern mal so ein, zwei Videos angeguckt über das Fahrzeug. Es gibt ja wirklich noch Leute, die sowas noch haben, liebevoll restauriert haben und die haben auch die Motoren gestartet und der hört sich wirklich so an. Ne? Also ist nicht so, dass das jetzt hier ein Geräusch ist oder sagen wir ein Motorgeräusch ist, was nicht zu dem Fahrzeug gehört. Doch, er hörte sich wirklich so an. Ne? So, Licht haben wir auch. Ganz schön Gewitter hier, ne? So, dann muss ich wieder ein bisschen rumkramen. Ja, so ist das. Also mir hat gestern unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe ja gestern dieses eine Video gemacht, also mit dem Fahrzeug. Ich hoffe euch auch. Und nö, wollen wir noch ein bisschen weitermachen und gucken, dass wir dann da oben hinkommen und dass wir auch einen Mercedes-Händler finden. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ansonsten müssen wir mit dem Fahrzeug zurück und dann gucken, dass wir irgendwie über Dänemark fahren, weil in Dänemark ist ein Mercedes-Händler. Dann müssen wir halt eben schauen. Werden wir aber sehen. Was ist denn jetzt? Was denn jetzt? Okay. Das sah aber jetzt komisch aus, oder? Wenn da irgendwie am Bürgersteig gestanden oder sowas? Kann sein, ne? Ja. Ah, ich muss noch mal stehen bleiben. Muss da mal eben schnell noch was einschalten. Ich habe nämlich vergessen, hier die Software für mein G27 einzuschalten, weil. Manchmal läuft das ohne der Software. Alles tofte prima. Und manchmal ist es so, dass ich also wirklich die Software mit starten muss. Ja, aber Ollis Kleinigkeiten, ne? Können wir ja. Irgendwas habe ich immer vergessen. Aber macht ja nichts. Ja, gestern Abend noch mal so ein bisschen durch den ETS gegangen und gucken, was ich da für Fahrzeuge habe und naja, sind auch schöne Sachen bei. Ist wie gesagt noch ein Scania bei, ein alter, ein alter MAN ist da noch bei und ein DAF habe ich auch noch gefunden, den ich noch irgendwo in irgendeiner Garage rumstehen habe. Und das sind alles so die Fahrzeuge, die ich jetzt nach und nach ich einfach mal hier zeigen werde. So, ich glaube, jetzt ist das besser. Ja, ist ja besser mit der Lenkung. Und dann bin ich gestern mal hingegangen und habe so ein bisschen noch mal geguckt, was es so für Mods gibt, die auch funktionieren. Das ist ja, ne, so eine Sache, wo ich ja so meine Problemchen habe.
hat er dann Mercedes gefunden. Ich werde noch nicht verraten, was das für ein Modell ist und was das für ein Baujahr ist oder so. Lasst euch einfach überraschen. Wenn dann nachher schon, ja, wenn wir es heute schaffen, nachher sehen, was das für ein Fahrzeug ist. Spätestens dann, wenn wir in Dänemark einen Mercedes-Händler gefunden haben und dann die Mercedes kaufen werden. Ja, wenn jetzt ein bisschen im Hintergrund so ein bisschen knacken und knirschen ist, das ist, ja. Ich sitze hier unten im Keller und irgendwie ist da mit der Pumpe von der Heizung nicht in Ordnung. Wenn immer mit Wasser genommen wird, dann macht das so komische Geräusche. Also Entschuldigung dafür. Hört aber gleich auf. Ja, super geile Gegend hier. Kann man nicht anders sagen. Ja, er lässt sich ein bisschen schwieriger fahren wie die anderen Fahrzeuge durch das lange Chassis halt eben. Deswegen eier ich hier so ein bisschen rum. Und da bin ich ja sowieso nicht der für die Außenansicht, ne? Also, da ist so meine Problemchen. Ja, bremsen tut er heftig, ne? Also leicht die Bremse angetippt und er steht schon, ne? Also ist schon nicht schlecht. So, Regen ist wohl weg jetzt, ne? Haben wir kein Glatteis bekommen, Gott sei Dank.
Ah, tut sich schon schwer, ne? Ich weiß gar nicht, wie schwer sind wir eigentlich? Wie viel Gewicht haben wir eigentlich? 11 Tonnen. Ups. Ja gut, der hat aber nur 300 PS, ne? Ist dann schon so, ne? Scheibenwischer sind nah an. Ja, mit der Motorbremse, ob das mal so richtig getroffen ist, weiß ich nicht. Also konnte ich gestern in den Videos nicht ersehen, die ich mir gestern angeguckt hatte. Oder hören, ob sich dies wirklich so anhört. Das Vollgas, ne? Läuft, ne? Kriegt so langsam auf 80 zu, oder können wir schon wieder bremsen? Ja, ist eine schöne Strecke. Kann man alles gar nicht sagen. Ja, und massiv Verkehr, ne? Und überlegt, was uns alles entgegenkommt. Und dann um die Uhrzeit, 8.41 Uhr, ich meine, Hut ab. Ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Isländer zur Arbeit müssen, ne? Hihi. Ja, wie gesagt, also gestern mal ein paar Videos geguckt und ob so Fahrzeuge überhaupt noch existieren und die existieren wirklich noch. Und so wie ich das gestern mitbekommen habe, sehr viel im türkischen Bereich vertreten. Und es sind wirklich Fahrzeuge, die ja so liebevoll restauriert wurden und richtig schick aussehen. Und wirklich auch noch arbeiten. Ne? Also nicht so, dass die jetzt restauriert wurden, um in eine Garage zu stellen und mal richtig sonntags damit über Dörde zu fahren. Nee, nee, die sind da richtig noch voll am Arbeiten, ne? Voll am Knechten. Wirklich nicht hingegangen und auf neueste Technik oder so gemacht? Nee, überhaupt nicht. Also alles so gelassen, wie es ist, nur dann halt eben erneuert. Die Sachen, die also marode waren, sprich Kabel und ja, teilweise noch andere Sachen. Und Innenausstattung komplett neu gemacht und ja, wie gesagt, von innen lackiert und also wirklich also alles versucht in Originale zurückzuversetzen. Man ist ja auch viel Blödsinn gemacht worden mit den Autos. Also man ist ja mit allen so, die, ne, dicke Räder drauf und dat und dat und dat.
Und ich muss ehrlich sagen, also die türkischen Kollegen, also was so Sattler sind und Lackierer und Restauration von alten Fahrzeugen, da muss ich ehrlich sagen, also da ziehe ich einen Hut für. Weil ich habe es ja, selber erlebt. Ich hatte mal einen Strich 8er, den hatte ich mal restaurieren lassen und über eine türkische Firma. Ich habe das Fahrzeug 2 Monate nicht gesehen, weil der einfach auch nicht hier in Deutschland war, der war in der Türkei. Und wieder, wo der wiedergekommen ist oder so, die haben da Sachen gemacht, also da habe ich wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Also Wahnsinn. Innenausstattung haben die komplett neu gemacht, mit Himmel, mit allem drum und dran. Also, ja. So. Wie vom Werk, ne? Also wirklich. Hier los. Ja, macht richtig Spaß, hierher zu fahren mit dem alten Fahrzeug hier. Der krebst hier so bei 60 rum. Ne? Und schneller ist man eben nicht. Hier 27 Kilometer noch und wie gesagt, also wir fahren diese ganze Strecke hier bis zum Abladeort über Land. Also nichts mit schäbiger Autobahn. Jetzt geht er 80. Ja, habe ich immer nur gedacht. Ja, wenn man da so fest einsteigt oder so, naja, kann, dann hängst du mit dem Kopf an der Scheibe, ne? Ja, bin ich ja mal gespannt, was wir als Rücktour kriegen oder ob wir eventuell hier noch so ein, zwei kleine Touren noch hier oben in auf Island fahren.
Und dann erst zurückkommen, dann müssen wir halt eben sehen, oder eine direkte Tour wieder bis Düsseldorf wahrscheinlich nicht, aber ne, zumindest wieder nach Deutschland bekommen. Die schwarze Abdeckung, die da ist, mit dem silbernen Knopf in der Mitte, oberhalb von der Jakobstasse, da sind die Sicherungen drin. Ne? Und das wurde gestern auch gezeigt. Also ist nicht so, dass das irgendwo im Motorraum versteckt ist oder sonst irgendwas. Nee, nee, die sind da drunter. Also ich dachte auch, es ist Handschuhfach oder sonst irgendwas. Nö. Einfach nicht. Da hocken die Sicherungen drunter. Nichts mit Glassicherung oder so Mini-Sicherung oder sonst irgendwas. Nee, nee, nee. Also da sind noch die alten Sicherungen drin, die man so halt eben kennt. Ist einfach eine schöne Gegend. Es ist ein raues Land, aber es ist wirklich schick hier an der Küste längs zu fahren. Das ist also schon also top. Ja, rechts die Straße hoch, das wird wahrscheinlich auch so eine interessante Geschichte sein. Da ist wohl oben ein Steinbruch drin. Sollte man sich auch mal, vielleicht mal irgendwann mal antun und mal darauf fahren. So Unfälle passieren ja mal reichlich, ne? Im Außenbereich fahren, das ist immer so eine Geschichte. Ich meine, für euch ist das schön, ihr seht was. Für mich ist das echt ein bisschen stressig. Neige mal dazu, zu weit nach links zu fahren. Schaffe.
Ja, wie gesagt, ich hoffe nur, dass wir hier jetzt einen Mercedes-Händler finden. Ja, ansonsten müssen wir dann gucken. Dann über Dänemark. In Dänemark ist nämlich einer. Ich weiß nicht genau wo, aber muss ich auch nochmal nachgucken. Das für eine Tafel, das mich nämlich schon gewundert. Da das drauf steht. Konnte ich jetzt nicht sehen. Ich würde gerne ja mal im Urlaub hierher fahren. Ich würde mir das mal gerne hier oben angucken. Ui. Hier bin ich vorsichtig. Wir haben ja gestern gesehen, oder, ne, wo ich das letzte Video gemacht habe, dass sie einfach hier rüberziehen und mit einer voll in die Karre fahren. Ja, aber dann müsste man, wenn man Urlaub macht hier oben auf Island, dann müsste man schon hingehen und müsste dann, ja, 4 Wochen mindestens und dann so eine Rundreise machen, also quer durch oder was weiß ich, einmal ringsrum oder so, um halt eben auch hier diese Sehenswürdigkeiten mitzunehmen, weil eine Woche Urlaub hier und dann nur an einen Ort, ein oder dasselbe Hotel und dann von da aus irgendwo mal hinzufahren, ist einfach zu stressig. Müssen wir mal gucken, dass man eventuell dann so eine Rundreise buchen könnte. Aber das würde mich nochmal interessieren, also hinzugehen und mal hier, ja, quer durch, ne? Ich fahre für Promods hier, das habe ich ja gestern schon gesagt gehabt, 2.33. Und ja, muss ehrlich sagen, also ich bin begeistert, wie eigentlich von jeder Promo, die ich jetzt irgendwie bis jetzt gefahren habe. Sehr schön gemacht alles wieder. Guter Nachteil, dass bei mir die Auflieger nicht laufen, ich weiß nicht, woran das liegt, muss ich halt eben gucken. Kann auch sein, hatte ich ja gestern auch schon gesagt, dass ich also wirklich ETS und ATS komplett runterschmeißen muss, weil ich habe im ATS auch so mal so ein paar Problemchen und komplett neu anfangen muss. Aber wenn ich überlege, ich habe, ich meine 2012 damit angefangen und die Spielstände immer wieder mitgeschleppt und dann einiges an Mods drauf und wieder runter und hin und her. Hat ja gesagt, ich bin so einer, der eine Mod mir gefällt, dann mache ich mir die drauf. Wenn sie läuft, dann halte ich sie und wenn sie dann nicht läuft oder so, ja, meistens vergesse ich sie dann wieder runterzuschmeißen. Und dann sammelt sich dann also einiges an Schrott an, wird das wirklich so. Und irgendwann hast du den Überblick verloren, weil du nicht mehr weißt, welche Mod ist es für das, ne? Ja, wie gesagt, dann habe ich also vor, diese Woche nicht mehr, weil wir haben schon Donnerstag und nächste Woche oder so mal gucken, mal einen Cut zu machen und
alle Spielstände alles runterschmeißen und alles komplett neu machen. Und auch der Mod-Ordner einfach hingehen und weg damit. Und dann wirklich also nur noch hinzugehen, also Mods, wenn sie nicht funktionieren, sofort runterschmeißen. Gar nicht erst irgendwo in eine Ecke legen oder so. Ich hatte ja wie gesagt, also wo ich mit ATS angefangen habe zu fahren, hatte ich mir eine Festplatte angelegt, also eine 500 GB große. Und dann immer so die ganzen Ordner und Mods dann auch da drauf zu packen und hinzugehen und dann auch in Bilder vorhanden waren, teilweise in Bilder zu machen, einen Mordsaufwand betrieben. Und die Platte ist voll. Gestern noch mit Hans darüber gesprochen, Jäger und Sammler sind wir, ne? Weil alles, ich schmeiß nichts weg, ne? Das ist wirklich so. Also das ist echt ätzend. Also ich meine, heute bremst der viel heftiger wie gestern. Zieh mir jetzt nicht raus, Saru. So, was haben wir? 120 Kilometer haben wir noch. Läuft doch eigentlich ganz gut, ne? Aber von Mercedes sind da noch keine Spuren, ne? Garage kaufen muss ich hier, das ist auch ganz wichtig. Da kommt Werkstatt, da kommt Werkstatt. Tankstelle haben wir hier. Werkstatt haben wir da vorne. Garage nicht, ne? Ja, jetzt geht es natürlich nicht von der Geschwindigkeit mal schön runter, ne? Jetzt hat er mit die 11 Tonnen, die wir jetzt haben, schon ein bisschen zu knechten. Aber heute sieht er geil aus hier. Das ist doch einfach schick. So, hinter mir die Schlange wurde immer länger. Sieht so geil aus hier, also ehrlich.
Ja, Werkstatt hätten wir nehmen können für die Zugmaschine. Die hat wohl ein bisschen Verschleiß. Oder das noch gestern von dem guten Herrn, der da einfach durchgezogen ist. Schafe. Kühe. Alles da, ne? Oha. Ja, den hat zerrissen, ne? Das sah auch nicht gut aus, von wegen reparieren. Ne? Ja, du hättest das schon wieder, ne? Kaufen, ne? So, 46 Kilometer sind wir da. Dann laden wir das schön ab, das Zeug, und dann gucken wir mal. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Mercedes-Händler finden werden. Er bleibt stehen, ne? Super Geschichte. Ja, Busse über Busse, ne? Ja, sind wir sogar in einem Zeitrahmen, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir dafür Zeit hatten für diese ganze Geschichte. Ich meine 90 Stunden oder so. Sei einfach mal alles gut gelaufen, ne? Haben wir schön gemacht. Nein, Ursula hat schön gemacht. Und er kann. Gehen wir noch mit der Fähre nochmal, oder was? Okay. Wo geht's denn jetzt nochmal mit der Fähre? Oh, muss hier rein. Das ist Hermannstraße. Olli, was machst du denn wieder hier? Du hast auch nichts gesagt, ne? Jetzt haben wir mal gesagt, ey, guck mal hier, da musst du hier fahren. Nein. Das ist gar nichts, ne? Hat er jetzt gesagt, nicht reinfahren, oder hat er gesagt, reinfahren? Lass einfach mal rein, ne? Aber wo muss ich denn hin? Moment mal. Irgendwann stimmt er wieder hier nicht, ne? Oh, Navi hat gesagt, ne? Ja, na gut, hier muss ich hin, da ist mein Abladeort hier. Gehen wir mal in der falscher Knopf in der Außenansicht. Das könnte hier interessant werden, ne? Hm.
So geht, ne? Ja, ist so ein schönes kleines Dorf hier, oder? Sieht doch schick aus. Das ist ja gleich schon eine Firma, ne? Ist doch schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also ist jetzt da hochgemusst oder was? Oh, Tatsache. Nee, das ist eine Werkstatt. Okay. Bestimmt verkehrt rum drin. Und bin nicht um Pudding fahren. Das war auch was ich sag. Ach nee. Alles gut. Oh, über Schlauch gefahren. Leute, das tut mir echt leid jetzt. Naja, gerade ist was anders, ne? Oh komm, ist grün. So. Wir haben schön gemacht. Und kriegen dafür auch 12.000 abgezogen für Schäden. Was? Naja, ich meine gut, aber 134.000 für... Ja, doch, komm, läuft, ne? Kann man ja sicher nicht beklagen. So, was geben wir denn von hier aus eventuell? Großbetrank... Fritz... Großbritannien. So, jetzt haben wir da. Können wir fahren? Und zwar leere Fässer, 9 Tonnen. Oder aber wir fahren einen Digger 1000 nach Bremen. Oder ein Radlader nach Kiel. Ja, das wäre natürlich jetzt eine schöne Rücktour, ne? Wir haben noch keinen Mercedes gefunden hier. Die Frage ist natürlich, ob es denn hier oben auf Island überhaupt Mercedes gibt, ne? Ach, ja. Ich weiß nicht. Also ich fahre jetzt erstmal zur Werkstatt rüber und repariere mal den LKW. Ja, das ist schon mal überlegt. Ich guck mal, oh, das ist ein langer Vogel, ne? Chassis her. Hm.
Und tanken muss ich auch schon wieder. Oh, was ist los? Hier kann ich nicht, komme ich nicht zur Werkstatt. Nur, dann muss ich hier drehen, ne? Aufpassen, nicht im Hafenbecken fahren. Hier hoch, ne? So, Eingabetaste drücken, sagt ihr mir. Dann machen wir das mal. Gehen wir mal hin und reparieren immer eben. Fertig. So, gehen wir mal zurück. Gehen wir mal in den Bereich. So, dann können wir mal gucken. Wir können ihn ja auch als Skipper machen und fahren dann mal ja etwas höher, weil da sind zwei Sachen, die ich noch nicht frei habe für mit Fragezeichen. Und mit Skipper, das geht dann hier in dem Bereich. Mit Achsen, wenn wir jetzt hier auf die Achse gehen, haben wir einen Kipper. Und so war der gestern auch in dem Video so aufgebaut. Ja, wir machen das mal so. Ich nehme den jetzt einfach mal als Kipper. Und geh dann hin. Na ja, und das sieht auch schick aus, ne? So, und geh dann hin. Guck mal eben nein, auf der Karte. Karte. So, und dann müssen wir mal gucken. Ich habe gesehen. Ach, hier irgendwo. Frage, da ist ein Fragezeichen. Die Frage ist natürlich, hier ist noch eins, das sind zwei. Das ist auch noch eins, sind drei. Natürlich, ob da Mercedes-Händler sind, ne? Ich würde sagen, wir sind jetzt hier unten. Wo sind wir denn hier? Da am Hafen sind wir jetzt. Wenn wir hier hochfahren, wie viele Kilometer werden das denn wohl? Das sind 179 Kilometer. Uff, ja. Ja, eine Werkstatt muss ich auch noch haben, ne? Das ist ja so. Und hier oben ist eine. Eine Garage. Da ist auch eine. Ja gut, machen wir es so. Die Stunde ist ja eh schon wieder rum und ich würde sagen, ich werde hier oben ein bisschen abgrasen und gucken, wo jetzt hier, ob ich hier einen Mercedes-Händler finde. Und wenn nicht, werde ich mir dann hier oben aus dieser Gegend dann eine Tour für nach Hause besorgen. Und dann wird dann wohl das nächste Video sein. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir nie Dänemark, habe ich gesagt, ist ein Mercedes-Händler. Das war dann Tour kriegen nach Dänemark und dass wir dann in Dänemark unten uns den Mercedes-Händler holen und dann umsatteln auf Mercedes. So sieht's aus. Jo, so machen wir das auch. Ja, ich möchte dann mal schönen Dank sagen fürs Zuschauen, dass ihr die Stunde wieder dabei wart. Und ja, wie es dann weitergeht in Island, werdet ihr im nächsten Video sehen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Mittag, schöne Nacht, schönen guten Morgen, wann immer ihr die Videos gucken mögt. Und jo, ich bin da erstmal raus, ne? Euer Olli 1340. Ciao, ciao!